So Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von Dragon City. Und heute wird es ein bisschen kürzere Folge, ein bisschen knappere Folge, weil wir haben gerade nicht so viel zu tun, ne? So, aktuell gibt es ein paar neue Events, die gerade aktuell da sind. Zum einen gibt es einmal das neue Arena-Liste-Insel. Da kann man einmal die guten Hypnodrachen sich holen oder zum Beispiel den Finsternisdrachen, den ultimativen legendären Azurdrachen kann man sich holen, den Infernaler Drachen kann man sich holen, dann kann man den Muskeldrachen sich holen oder den Sensemann-Drachen kann man sich auch holen, den Matcha-Drachen. Den Müßkriegsdrachen kann man sich holen, den Seewolfdrachen kann man sich holen und den Steindrachen, den Bluto-Götterdrachen kann man sich holen, den Westwinddrachen kann man sich holen und den Eismonsterdrachen kann man sich holen. Ja, also ich finde die Insel relativ cool. Es sind mehrere legendäre Drachen, also insgesamt sind es jetzt, glaube ich, 3 Stück. Wenn mich nicht alles täuscht, 1, 2, 3, nee, sogar 4 legendäre Drachen kann man sich hier holen. Und ich denke, ich konzentriere mich auf einen und zwar, ich würde mir vielleicht den Sensemann-Drachen holen. Muss mal gucken, wie viel der ungefähr kostet mit den Münzen oder vielleicht muss ich dann halt mich für einen anderen Drachen entscheiden. Je nachdem, ich weiß es ja leider nicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Vielen Dank für die tollen Kommentare, gute Besserung. Mir geht es schon wesentlich besser. Nur das mit dem Aufnehmen wird ein bisschen problematisch, weil ich diese Woche komplett Spätschicht habe und deswegen muss ich halt gucken, dass ich dann voraufnehme oder so oder keine Ahnung. So. Wir haben ein paar Änderungen. Und zwar einmal rufe ich gerade den Herbeirufungsdrachen herbei. Der sieht auch relativ cool aus. Und der ist gar nicht mal so stark, gar nicht mal so schlimm. So, das zweite Thema, was ich endlich geschafft habe, mit eurer Hilfe, mit eurer Allianzhilfe und mit alles weitere, konnte ich den hohen Fotovampirdrachen auf den dritten Stern stärken. Und gerade ist er damit dabei. Also, das dauert jetzt noch circa 2 Tage, aber das ist mir Jacke wie Hose. Trainiert ist er schon, jetzt braucht er halt nur komplette Full Stärke, also komplett, muss er komplett kämpfen hier. Muss man vom Rang relativ hoch werden und dann werde ich ihn auf jeden Fall noch füttern. Das steht auf jeden Fall auch noch an. So, aber der Drache, den wir heute machen, ist komplett was ganz Besonderes. Ich muss gerade gucken, wo der hier ist. Den habe ich euch ja letzte Folge ganz kurz mal ja gezeigt und zwar ist es der Tiefseegrabendrache. Und der gefällt mir auch ziemlich sehr vom Design her und von der Elementkombination ist der richtig gut. Und zwar hat er einmal Wasser, Dunkel, Legendär und Eis. Genau, und dann gucken wir uns doch mal auch noch die Beschreibung an, was die uns über diesen Drachen verrät. Der Tiefseegrabendrache, besser bekannt als der Hüter des Abgrundschatzes, kann selbst den höchsten Wasserdruck tief im Ozean standhalten. Kein Lichtstrahl erreicht jemals seine Unterwasserwelt und so verlässt er sich auf seine andere Sinne, um Eindringlinge zu jagen. Ja, der sieht auf jeden Fall recht geil aus. Den finde ich richtig gut vom Design her auch. Attacken her, also von den Angriffspunkten her, sieht das super aus. Alle Elemente machen mindestens 1050 Schaden. Und das nicht mal gestärkt. Und das, also nicht, dass man nicht mal trainiert. Also das finde ich super, das ist relativ stark. So muss das ja auch sein und das finde ich klasse. So, ich glaube, dass ich nicht noch einen Drachen habe. Leider kriege ich jetzt hier gerade aktuell nicht so viele Drachen. Nee. Aber es sind 2 neue Drachen schon am Start. Und zwar einmal kriege ich den guten Hyksodus-Drachen. Ja, den habe ich mir herbeigerufen. Und natürlich dann noch die andere Drache wird auch noch herbeigerufen. Aber das dauert noch ein bisschen länger.
Deswegen ist Strength City aktuell jetzt nicht gerade wirklich da, weil ich habe da aktuell nicht wirklich viel. So. Genau, der ist ja noch 8 Tage mit drin. Da gebe ich jetzt noch Vollgas, damit ich zumindest die letzten Preise noch bekommen kann. Hier kann man sich eine heroische Eitruhe sich kaufen und mit etwas Glück halt eine von den Drachen zu gewinnen. Ist jetzt die Frage, lohnt sich das? Wahrscheinlich nicht. Die meisten Drachen habe ich eh schon. Also den hätte ich, den Blutmond, den Punktedrachen, den hohen Arkandrachen, den hohen Kometendrachen, hohen Schneedrachen, also den hohen Gefrorenen, den hohen Wiedergeborenen Drachen und den hohen Technonik-Drachen und der hohe Übermut-Drache und der hohe Wilder-Drache habe ich noch gar nicht, aber interessieren tut mir das jetzt auch nicht. Oh, man kann diesen Treulos-Fee-Drachen sich holen. Der hat eine übelst interessante Elementkombination. Einmal Schönheit, Zeit, Traum und Wind. Eine sehr interessante Elementkombination für den Drachen. Ja, also ich kann jetzt hier nur höchstens einmal kämpfen. Da würde ich ganz kurz die Besuche machen. Aber das geht wirklich ganz, wird wirklich ganz eng und ganz kurz werden, weil ich muss gleich schon wieder los. Ich muss gleich zur Arbeit und deswegen, nicht gleich, aber ich habe nicht gerade wirklich viel Zeit morgens. Ich muss recht flott aufstehen, muss recht flott mich fertig machen und so weiter. Entschuldigung. Ach so, wir haben ja noch die Insel vergessen. Entschuldigung. Die Puzzleinsel. Es gibt ja wieder eine aktuelle Puzzleinsel. Und da kann man aktuell. Ja, da kann man aktuell den treulose Feendrachen sich holen und den Pixie-Salamander-Drachen. Ja. Sonst kann man nur restliche Preise sich abholen. Kugeln und Truhen und so weiter. Genau. So, dann würde ich auch direkt sagen, dass wir schnell die Besuche machen. Machen wir zuerst mal da weiter. So, das ist unser guter Thomas. Mal gucken, was er sich denn schönes. Oh, das sieht sehr schön aus. Das hast du sehr schön gemacht hier. Ja, du bist schon ordentlich mit dabei, ne? Du arbeitest dich ordentlich voran. Und hast wiederum noch 2 Inseln. Guck mal, wie viel Platz du noch hast. Das ist ultra stark. Das ist halt ultra gut. Du hast jetzt immer noch 2 Inseln komplett frei und somit hast du noch ordentlich Platz. Das macht die sehr gut. Macht am besten weiter so, weil das macht am meisten Sinn einfach, ne? So, was habt ihr denn schönes Neues bekommen? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, den kennen wir schon, den kennen wir auch schon. Neuer Dämmerung-Drache wahrscheinlich schon. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Falls nicht, dann Entschuldigung. Ja. Den Transmutationsdrachen. Auch nicht schlecht. Oh, der sieht cool aus. Phönix Ewigkeitsdrachen. Nice. Sehr schön. Aufgestiegener Vergelterdrache. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Der sieht cool aus. Erweckter Drache, nice. Den finde ich immer noch geil vom Design her. Aufgestiegener göttlicher Drache, auch schön. Ja, ihr habt auch schon enorm viele neue Drachen bekommen. Und das sieht man auch. Das sieht voll schön aus. Und auch die Drachen, die ihr bekommen habt, sehen sehr interessant aus. So dass sie mich schon fast wieder neidisch macht und ich möchte die gern auch haben. Vergeltungszorndrachen, auch nicht schlecht. Wasserdampfdrachen, okay, ich glaube, den hatten wir letztes Mal auch schon oder hatten wir schon mal gesehen. Nee, ist mal ohne Sitz. Ja, du hast schon mal ordentlich neue Drachen bekommen und die gefallen mir sehr. So.
Und deine Insel sieht, by the way, auch immer schön aus, wie immer. Oh, ich weiß nicht, gut. Oh, ich tue, was ich gut finde, dass du noch ordentlich Platz hast. So, dann haben wir jetzt den Meister. Und der Meister hat etwas Neues. Und zwar hat er einen Drachen auf mehr gestärkt, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer es denn sein kann. Wahrscheinlich relativ weit hinten, weil das ist nämlich ein nicht gerade seltener Drache. Nee, was heißt hier seltener Drache? Das ist jetzt nicht gerade ein legendärer oder epischer Drache. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo der denn jetzt ist. Der müsste ja gleich hier auftauchen. Gleich. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann das sein, dass er... Aztekendrachen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Aztekendrache. Der hat 4 Sterne. Sehr gut. Kampfkunstdrache hast du auch komplett voll gestärkt. Einer von den beiden müsste das jetzt gewesen sein. Na, kommen wir schon mal langsam hier. Der Taradrache ist auch komplett voll gestärkt und der Feuerdrache. Ja, das ist ja doch mal was. Komischerweise kriegt man die relativ einfach gestärkt. Bei mir ist es eigentlich genauso. Ich kann euch gleich auch noch mal ganz kurz zeigen, welchen Drachen ich jetzt aktuell komplett voll gestärkt habe. Und den wollte ich eigentlich gar nicht, aber jetzt habe ich den. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist denn dann bei dir, Matthias? Aber Matthias ist noch ordentlich am Arbeiten, mit ganzen Lebensräume verbessern und so, damit er hier die ganzen Kleinen wegkriegt. Oder vielleicht geht's aktuell nicht. Das ist ja da nicht so schlimm. Aber zumindest hast du schon mal ordentlich Platz hier und du baust dir eine relativ schöne Welt auf. Ich glaube, du bist noch gerade hier richtig am Sortieren hier, wie du das Ganze schön machen möchtest. Mach am besten so weiter. Das sieht am Ende bestimmt sehr schön aus. So, ich bin mal gespannt, was hast du schönes Neues bekommen? Oh, Hilfe, es sind gerade meine Nase ist ein bisschen zu. Gesundheitstrank-Drachen, ich glaube, den letzten Mal hatten wir. Aber den Relikthüter-Drachen. Den, glaube ich, hattest du letztes Mal nicht. Goldschopfdrachen. Der sieht ja auch. Der sieht süß aus. Ja, ihr habt schon ordentlich schöne Drachen, ne? Gefällt mir. Euch alle. Euch alle drei habt ihr relativ schöne Drachen neu bekommen. Und so weiter und so fort. So, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, welchen Drachen ich aktuell mit die meisten Sterne hat. Und ich bin jetzt gerade wieder am gucken, wo der ist. Der müsste eigentlich relativ viel weit vorne sein. Ich habe jetzt einen, also der Vermächtnisdrache hat 3 Sterne schon. Jetzt bin ich gerade am gucken, wo der denn jetzt ist. Der rein theoretisch gesehen müsste relativ viel weit vorne sein. Im Drachenbuch, nur leider bin ich jetzt nicht ganz sicher. Nee, da war ja nicht. Oder ist er relativ hinten? Ich weiß es dummerweise gar nicht mehr. Doch, hier. Da. Der Akinoktital-Drache. Entschuldigung. Oh. Den habe ich komplett auf voll gestärkt. Komplett. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Das geht ja schon relativ zügig und schnell eigentlich. Den habe ich zumindest schon geschafft. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer sonst noch.
Ach ja, genau, den hier. Den Vorsehungsdrachen habe ich fast alle Sterne. Und den Winddrachen, den Winddrache. Wind. Oh, was habe ich denn da geschrieben? Wind. Na, Wind. Der gute Winddrache hat auch schon mittlerweile ordentliche Sterne. Genau. Das ist aktuell bei mir der Stand. So. Ich glaube, mehr haben wir aktuell ja gar nicht. Ich würde mal gerne mit euch zusammen gerne mal den Drachen ausprobieren, aber ich meine jetzt hier den roten Vampirdrachen. Und Fotopapierdrache, aber leider, ich habe Stärken. Ich meine, ich konnte rein theoretisch beschleunigen, aber nee, ich möchte schon Edelsteine sparen. Deswegen. So, ich könnte eigentlich hier nochmal ein bisschen Liga, ein bisschen Arena-Kämpfe. Och ja, ein bisschen Liga-Kämpfe muss ich gleich auch noch hier. Ne? Damit wir ordentlich hier vorankommen. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Denn das nächste Video kommt wahrscheinlich etwas später. Also kommt, dauert ein bisschen länger. Weil ich habe hier aktuell höchstens hier nur zwei neue Drachen. Der eine muss dabei rufen und der andere ist vielleicht gleich schon fertig. Aber ich möchte am besten eigentlich beide. Eigentlich möchte ich am besten beide zeigen, aber das dauert halt ein bisschen länger. Ansonsten, vielleicht gucke ich nochmal, dass vielleicht irgendwie noch das bei Daylight-Video rauskommt. Ich muss nochmal gucken. Alles klar. Bis dahin sage ich euch schon mal, schönen Tag wünsche ich euch. Lasst, wie gesagt, Like und Abo da, falls euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.